Ach, guck mal, ich habe sogar ein Strichchen gemacht, ich Idiot. Alter, Dizzy, du bist aber auch wirklich die größte Clowns-Fiester, die es gibt auf der Welt. Wie bist du Content-Creator geworden? Warum geben dir jeden Monat Leute 3,99 als Abo, Alter? Meine Herren, wenn du nicht mal diesen einfachen Scheiß hinkriegst. Gut, dann haben wir das ja geklärt. Was ist denn hier verbaut bei Alex? Alex hat für klein gebaut. Oh, Alex hat auf jeden Fall sich schon ein oder zweimal die Füße gestoßen. Das steht schon mal fest. Alex hat sich die Füße gestoßen. Jupp. Und Alex sitzt auch im Keller. Was ist denn das für ein Auto? Warum ist es denn da? Was hast du denn da gemacht, Alter, beim Auto? Da hat sich ja dein Fußnagel eingerissen, denke ich. Aber gut. Sind das hier Gurte? Warte mal, hast du Spanngurte da drin? Tatsächlich. Alex fährt mit Gurte. Ist das ein Motor, der das anzieht hier unten irgendwie? Ist da drunter einer? Alex mag Tablets und Handys, das ist schön. DIY. Ey, also Sim Racing hat die Tastatur wieder groß gemacht. Ich sag's dir. Das ist echt ein schönes Rig. Wenig Platz gebraucht und alles dran, was notwendig ist. Du sitzt im Keller drinnen mit deinem ganzen Kram? Krass. Was ist denn das für ein Idiot da? Den Stream würde ich ja nicht gucken. Oh, das ist ja auch geil hier an der Monitore dran mit den Flaggen. Ui, schön. Habe ich noch nie gesehen. Schön. Oh, VR. Ach, hier wird auch noch VR gefahren. Okay, interessant. Schön, schön, nice. Aber das sind hier, glaube ich, wirklich, das sieht so nach DIY aus. Okay, steht das hier irgendwie? Spargel. Shifter, Light und Flaggenanzeige über Monitor. Ah ja, okay, cool. Aber leider nicht welche. Ich habe nämlich gelernt, die meisten Leute schreiben noch was dazu, bevor ich dumme Fragen stelle und mir der YouTube-Kommentar immer schreibt, das habe ich dir alles da reingeschrieben, Alter. Ja, ist ja gut. Aber rausfinden macht am meisten Spaß. Übrigens könnt ihr mir einen Gefallen tun, ihr wunderschönen Menschen. Könnt ihr sowas hier einfach mal rauslassen in dem Channel, dass ihr euch hier drinnen über Sachen unterhaltet, weil es ist für mich immer einfacher, hier nur Bilder zu haben. Ach so, siehst du, bevor wir nachher verschwinden, ich nehme mir jetzt mal hier das schon, Copy-Paste, damit ich das nachher unten einfügen kann. Overly. Overly, was hat Overly denn? Overly sitzt in einem Klappstuhl, so wie es aussieht, ne? Ja, tatsächlich, mit einer Moser dran. Oh, sogar ein Dash oben angebaut. Das ist ein Playseat. Nee, Next Level Racing ist das, der neue. Ist das nicht der neue, der gerade rausgekommen ist? Schöne Tapete übrigens. Oh, Overly hat Schuhe, die, wo der Hacken einfach um 80 cm verlängert wird. Damit man mehr Ballenablage hat. Aber das ist doch auch schick. Das kann man bestimmt ganz geschmeidig wegräumen. Ich fand den Getränkehalter übrigens geil. Hier ist ein Getränkehalter dran, glaube ich, oder? Sieht so aus. Schnieke. Das ist R5, ne? Das ist das R5-Panel. Geil. Und der wird iRacing gefahren. Okay. Oh, warte mal. Ist Overly nicht die ganze Zeit NASCAR gefahren? Ich glaube schon, ne? Wen haben wir denn hier? Technofrosch. Technofrosch ist auf Holz unterwegs. Was ist denn das für ein krasser Shifter hier? What the fuck? Ist hier ein Knüppel. VHS-Pedale, auch mit Kupplung, okay. Ich würde mal schätzen, hier hinter ist eine CSLDD, würde ich mal annehmen. Fährt gerne Nordschleife, ist auch in ACC unterwegs, nice. Aber wild auf Holz hier. Aber es scheint ja zu halten. Das wird wahrscheinlich so die kostengünstigste Variante sein. Wow. Das ist echt schnieke. Schön simpel und gut. Geil. Hier fährt auch jemand NASCAR, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung. Ah, guck mal, sogar mit Bushaker unten drunter. Die Klein. Geil. Was ist das hier für ein Gummizug? Das gibt es. Das ist ja weird. Sind das nicht DC-Pedale? Was denn? Das hier? Das sieht mir aus wie VRS, oder? Sieht das nicht aus wie VRS? Ich kann nicht dicht daran zoomen. Steht auch leider nicht hier. Ich würde sagen, das sind VRS. Und das ist auch VRS, oder? Ja. Ach, guck mal, das ist ein Adapter auf Fanatec, oder? Tatsächlich. Oh, da hat einer adaptiert. Das ist hier. Ist das eine Fanatec Wheelbase? Nee. Aber adaptiert auf eine Fanatec. Das ist eine VHS Wheelbase, oder? Hätte ich jetzt gesagt. So, was hat ein Staubi hier? Staubi haben wir letztens gerade schon gesehen, ne? Staubi fährt Invictus. Schöne Buttonbox hat er sich da hingezimmert, du. Ach, hier. Staubi fährt jetzt Mercedes Wheel. Stimmt, das war ja was. Oh, hier an der Seite so eine Halterung. Ah, ja, dass die Leute hier auch immer alle nichts haben. Ich habe hier übelst die Platzprobleme. Ich könnte da niemals ein Lenkrad ranmachen. Aber Staubi fährt auch, Staubi hat auf jeden Fall erstmal noch einen Hausanschluss. Da ruft regelmäßig Institut Penis an und fragt, ob sie mal eine Umfrage machen können. Das ist auch ein schönes Rig. Schöne Farbe. Was haben wir denn hier jetzt? Das ist von Yannick. Kleine Entwicklung von einem Azubi. Das sieht mir nach Thrustmaster aus, ja. Schön mit Boxen unten dran, ne? Der beste Monitor-Stand, den ich je gesehen habe. Was ist das? Geil, Alter. Sowas feiere ich ja. Aber Monster gibt es auch noch mal zwischendurch, ne? Muss ich auch mal einen reinlöten. Für die Performance.
Hier steht nochmal eine Leiter fürs Foto. Auch gut. Du, einfach geht's auch, ne? Man muss nicht immer super krass machen. Hauptsache es geht. Hauptsache es geht. Boah, die Boxen beide darauf ausgerichtet. Wild, Junge. Das sieht mir auch so nach DIY aus hier. Mit ein bisschen Holz dahinter. Schön. Auch geil bei Yannick. Aber hat ja auch gesagt, oh, Yannick hat umgebaut. Yannick hat umgebaut. Warte mal ganz kurz. Spielst du mit Lenkrad, was auch immer das für ein Spiel? Interessant. Ja, hier wurde ein bisschen umgestellt jetzt. Hier wird auch viel Mezzo-Mix getrunken. Du, also Yannick, falls du das hier mitkriegen solltest, ne? Ein ganz kleiner, lieber Hinweis von mir, weil du, wenn du Auszubildender bist, wirst du wahrscheinlich so Anfang 20 sein. Lern lieber jetzt dein Zimmer aufzuräumen, als das mit Mitte 30 zu machen. Damit punktest du später sehr gut beim anderen Geschlecht oder bei zumindest einem Menschen, mit dem du dich so ein bisschen zu Hause einlassen möchtest. Weil, also für, du weißt schon, für Spaß zusammen. Das kommt meistens nicht so gut, wenn das so aussieht. Und du willst ja auch nicht von deinen Kumpels, Andreas, jahrelang vorhalten lassen, dass du irgendwann mal Eierpappen gesammelt hast oder 20 Packungen Eistee aus dem Aldi unterm Tisch stehen hattest, okay? Wo Zigaretten drin waren. Also fang lieber jetzt an, das zu lernen, als später. Und ich finde das gut. Das finde ich wirklich gut. Ist auch eine interessante Tapete, die hier dran ist. Aber warte mal kurz. Warte mal kurz. Was liegt da oben auf dem Regal? Was ist das hier? Vom Vapen einfach oben rüber geschmissen oder was? Sage mal. Wo waren wir denn jetzt stehen? Hier sind wir, ne? Nee, das hatten wir schon. Bild? Oh, der Monitor ist dann aber sehr weit weg, oder? Sag mal, gehe ich die ganze Zeit in die falsche Richtung? Nee, aber hier wird nochmal umgebaut jetzt, ja. Ja, hier wird das jetzt mittig hingesetzt. Okay, wild, schön, schön. Dein Vermieter liebt dich übrigens dafür, dass du auf dem schönen Laminat die Sachen baust. Das sieht so ein bisschen nach Hochbett aus, ja. Maximal Platzfindung. Finde ich schön. Ich bin gespannt, was hier draus wird. Ja, da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Da hat sich ja auch jemand jetzt mal für einen bequemeren Sitz entschieden. Nice. Was haben wir denn bei Sascha? Ach du Scheiße. Wir gehen rein. Da ist alles dran. Da ist alles dran. Von Bassshaker bis Gurtstrammzieher. Da ist wirklich alles verbaut. Wow. Wow, Sascha. Wow. Aber gut, Porsche. Auch Shifter, Handbremse ist auch alles drin. Airboost. Was ist ein Airboost? Boah, was war hier, der Witzka? Sascha, übertreib's halt ein bisschen. Asitec-Pedale sind auch am Stissel, sogar die Invicta, okay. Das ist schon wirklich ein sehr wildes und sehr schönes Rig, muss man sagen. Das würde ich da, also da sage ich ganz ehrlich, oh, oh, sogar ein schönes Replika, schön, schön, nice. Boah, das ist sogar mit Windbude hier. Da ist wirklich alles dran, was da rangehen kann. Hier ist die Steuerung für die, das ist glaube ich SFX, oder? Also ich sag dir ganz ehrlich, für die Menge, die da verbaut ist, einfach mega clean. Wow. Boah, sogar mit Kabelkanäle auf dem Rig drauf. Okay, das ist fett. Das ist wirklich sehr fett. Wow. Richtig, richtig stark. Hier kann man das doch sehen. Denso-Flake, Eigenbau, Modelshifter, Lüfter, Düsen vom Audi TT, Race Logic, 7-Inch Dash, Asitec. Ja, siehst du, ist SFX 100. Stark. Das sieht wirklich unglaublich schön aus.